Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Anwendung der Integralrechnung. Und hier werden wir uns anschauen, wie wir den Durchschnittswert einer Funktion mit Hilfe des bestimmten Integrals ausrechnen können. Hier haben wir also in einem Schaubild mal eine Funktion f von x eingetragen und wir haben auch zwei Grenzen für diese Funktion eingetragen von a bis b, weil der Durchschnittswert der Funktion natürlich davon abhängen wird, auf welchem Intervall man die betrachtet. Und das, was wir jetzt also suchen, ist so ein f-quer, habe ich das hier mal genannt, das irgendwie in der Mitte der Funktion liegt. Aber wie soll man das machen? Ja, wenn wir hier diskrete Werte hätten, dass wir also nur einzelne Stützstellen betrachten würden dieser Funktion, dann könnten wir die einfach alle aufsummieren und dann das arithmetische Mittel bilden. Haben wir jetzt hier aber nicht, sondern wir haben eine kontinuierliche Funktion. Wie können wir dann hier vorgehen? Und die Idee dabei ist jetzt folgende. Wir überlegen uns, welcher Flächeninhalt liegt denn unter der Funktion in diesen Grenzen von a bis b. Das habe ich also hier mal grau hinterlegt und da wissen wir, das ist das bestimmte Integral der Funktion f von x dx in den Grenzen von a bis b. Und das f quer, unseren Durchschnittswert der Funktion, wählen wir jetzt so, dass wir hier in diesem Rechteck, was sich da ergibt, dass wir da genau denselben Flächeninhalt haben wie in der grau hinterlegten Fläche. Ich klicke das hier nochmal weiter. Also dieses Rechteck soll die gleiche Fläche haben, wie unter der Funktion liegt. Und die Fläche des Rechtecks können wir leicht ausrechnen. Wir haben auf der x-Achse die Breite des Rechtecks ist b minus a und die Höhe des Rechtecks ist jetzt also genau das gesuchte f-quer. Und so können wir jetzt also das f-quer definieren. Wir müssen dann nur noch durch b minus a durchdividieren und dann haben wir da stehen, wie das f-quer aussehen soll. Schreiben wir uns das alles nochmal sauber hin. Der Durchschnittswert f quer einer Funktion f auf einem gegebenen Intervall von a bis b ist die Höhe eines Rechtecks, das den gleichen Flächeninhalt einschließt, wie der Funktionsgraph. Das ist die Formel, die ich mir vorher am Hand des Schaubilds schon klar gemacht hatte. Und jetzt bringen wir nur noch das b minus a auf die andere Seite und haben dann da stehen f quer ist gleich 1 durch b minus a mal das bestimmte Integral. Und auf den ersten Blick schaut diese Formel vielleicht ziemlich anders aus als das, was wir eigentlich bei einem Durchschnittswert erwarten würden, ist es aber eigentlich gar nicht. Wenn wir nämlich so diskrete Werte hätten, wie ich das eben skizziert habe, nicht eine kontinuierliche Funktion, sondern nur einzelne Punkte auf der Funktion, dann würden wir schreiben, f quer ist 1 durch n, die Anzahl Punkte auf der Funktion und würden dann die Punkte einfach aufsummieren. F1 plus F2 plus und so weiter bis Fn. Ja, wenn man das in Summennotation hinschreibt, könnte man auch schreiben, die Summe von i gleich 1 bis n über diese diskreten Werte Fi. Und dann sehen wir, dass die Definition des Integrals, des Durchschnittswerts einer kontinuierlichen Funktion ganz analog zu diesem Durchschnittswert des arithmetischen Mittels ist. Ja, das Integral spielt die gleiche Rolle wie die Summe, ja, um also aufzuaggregieren die Werte von f, verwendet man im diskreten Fall die Summe, im stetigen Fall verwendet man hier das Integral. Und dann muss man nur durch die Anzahl Werte dividieren, das ist 1 durch n im diskreten Fall und 1 durch die Breite des Intervalls im stetigen Fall. Also wir sehen, dass der stetige und diskrete Fall ist ähnlicher, als wir vielleicht beim ersten Blick vermutet hätten. Dann wollen wir das auch noch anwenden auf zwei konkrete Beispiele. Einmal den Durchschnittswert der Funktion f von x gleich x auf dem Intervall von 0 bis 5 und auf die Funktion e hoch minus x auf demselben Intervall. Malen wir uns das also einmal auf. Und die Funktion f von x gleich x hat natürlich eine ganz einfache Form. Wenn wir hier von 0 bis 5 gehen und dann gehen wir hier bis auch bis 5. Und
Da ist es jetzt nicht besonders schwer zu vermuten, wo denn der Durchschnittswert liegen sollte. Ja, da würden wir sagen, das f quer sollte hier gleich 2,5 wohl sein, weil es ja genau linear nach oben geht und dann wird der Durchschnittswert dieser vielen Funktionswerte vermutlich genau in der Mitte liegen. Überprüfen wir mal, ob das mit unserer Definition auf Basis des Integrals auch herauskommt. Schreiben wir also hin das bestimmte Integral von 0 bis 5 über x dx und das Ganze müssen wir dann noch dividieren durch 5, um den Durchschnittswert zu bekommen. Da haben wir also ein Fünftel und für das bestimmte Integral brauchen wir die Stammfunktion. Die Stammfunktion von x ist 1/2 mal x Quadrat und das sollen wir dann auswerten an den Stellen 5 und 0. Und die 1/2 können wir auch noch rausziehen. Da haben wir 1 durch 10 da stehen und x Quadrat ausgewertet für 5. 5 zum Quadrat ist 25 und 0 zum Quadrat ist 0. Und da haben wir also 25 minus 0 dividiert durch 10 und das ist 2,5. Und es kommt genau das raus, was man auch ganz intuitiv erwarten würde, dass also bei einer linearen Funktion der Durchschnittswert einfach genau auf der Mitte zwischen dem Anfangswert 0 in diesem Fall und dem Endwert auf dem Intervall 5 in diesem Fall liegt. Und das kommt auch heraus. Das Ganze wird aber schwieriger, wenn wir eine nichtlineare Funktion haben. Ich habe es also hier einmal aufgeschrieben, was für den Fall mit e hoch minus x herauskommt. Mach mir das nur anhand eines Schaubilds auch nochmal klar. Die Funktion schaut also wieder so aus. So eine exponentiell fallende Funktion. An der Stelle 0 sind wir bei dem Wert 1 und dann geht das hier bis zum Wert 5. Und die Funktion fällt jetzt also exponentiell schnell ab und wir haben also ein paar wenige höhere Werte nahe bei 1, aber das sind recht wenige hier vorne und wir haben ganz viele niedrige Werte. Ja, bei e hoch minus 5, da sind wir schon bei fast 0, sind wir schon fast an die x-Achse angeschmiegt. Wir haben also ganz viele kleine Funktionswerte und wenige große Funktionswerte. Und dann wird also dieser Durchschnittswert, das f quer, wird jetzt näher bei 0 als bei der 1 liegen. Aber wo genau, müssen wir uns jetzt ausrechnen und dafür können wir also unsere Formel hernehmen. Ein Fünftel mal das bestimmte Integral von 0 bis 5 jetzt über e hoch minus x dx. E hoch minus x lassen wir einfach stehen. Ja, das ist e hoch minus x. Und dann müssen wir noch mit dem Kehrwert der inneren Ableitung, das ist minus 1, multiplizieren. Da haben wir die minus 1 und die 1 Fünftel haben wir da stehen von vorne mit reingezogen. Das müssen wir jetzt auswerten an der Stelle 5 und 0. Und an der Stelle 0 haben wir 1 oder minus 1, was wir dann herausbekommen. Und an der Stelle 5 haben wir e hoch minus 5. Und wenn wir das einsetzen und ausrechnen und in den Taschenrechner eintippen, erhalten wir auch in der Tat 0,198 und so weiter. Das heißt, wir sind bei ungefähr 0,2 und sind dann also wirklich näher an der 0 als an der 1 dran bei diesem Durchschnittswert.